Das Interessante ist ja, die beiden hatten ja ihre Hochzeit. Ne? Unmittelbar nach 1968 setzte das ein. Der Horst Deutzky hat das nicht mehr erlebt. Er ist im Herbst 67 gestorben. Aber in den 70er Jahren, da sind wirklich Dutzende von Büchern und von größeren Essays von den beiden erstmals publiziert worden oder neu aufgelegt worden. Und es gab eine richtige Hochzeit. Und die war aber auch dann so plötzlich, wie es nach oben schoss, war es dann auch vorbei. So spätestens um 1980, 1981 stirbt der Matic. Und das sollte man vielleicht auch noch berücksichtigen oder im Hinterkopf haben, dass es mal so eine Zeit gab, also auch in Deutschland, Westdeutschland, wo die sehr lebendig rezipiert worden sind. Jetzt zu dem Komplex der Auseinandersetzung mit der Sowjetunion. Auch da muss ich vorweg sagen, als ich diesen Briefwechsel von den beiden recherchiert habe, war das jetzt nicht meine primäre Motivation. Es ist übrigens auch nicht die Motivation von Matic, mit dem Rostolski 1964 Kontakt aufzunehmen, sondern er schreibt ihn an, weil er mitbekommen hat, dass der Rostolski an einem großen Kommentar zur Entstehungsgeschichte des Marxischen Kapitals arbeitet. Also dahinter verbirgt sich die Schrift, die wir als die Grundrisse kennen. Und Rostolski ist tatsächlich der erste Marxist, der sie also in Gänze gründlich ausgewertet hat. Und dieses Buch ist offensichtlich schon Anfang der 60er Jahre angekündigt worden, dass es demnächst publiziert wird bei Feltrinelli in Mailand. Großer linker, ja nicht wirklich linker Verlag, aber mit einem sehr linken Verleger, der auch solche Sachen gefördert hat. Und es erscheint und erscheint nicht und Matic fragt dann halt nach oder kriegt die Adresse von Rostolski raus in Detroit und will erstmal dieses Manuskript lesen. Und darauf entwickelt sich dann dieser Briefwechsel. Die Auseinandersetzung mit der Sowjetunion taucht dann ziemlich schnell auf. Also da merkt man schon, das ist eigentlich so auch für sie eins der bestimmenden Themen. Und du hast es gerade angesprochen, man nennt jetzt also Paul Matic eher so einen Rätekommunisten, wobei er ist Jahrgang 1904 und die KPD hat sich 1920 konstituiert, da war er 16. Also jetzt in dem Sinne ist er nicht ein Mitgründer dieser Partei, aber die hatte auch eine Jugendorganisation und da war er tatsächlich von 1920 an dabei. So, und der Rostolski, wenn man sich jetzt mal die Mühe macht, mal so ein bisschen so zu recherchieren, der wird schnell als Trotzkist gelabelt. Und was ich interessant finde, wenn man jetzt diesen Briefwechsel sich anguckt, dass im Grunde genommen diese Labels auf der einen Seite, also ne, der Rätekommunisten, auf der anderen Seite der Trotzkist, eigentlich keine so große Rolle spielen. Sondern es geht wirklich so um die Sache selbst. Also sie diskutieren oder ringen miteinander, ohne sich jetzt auf irgendwelche, sag ich mal, vorgestanzten Programmsätze zu beziehen. Die gibt es ja auch nicht mehr in den 60er Jahren. Also sowohl Matic als auch Rostolski stehen ohne jegliche Organisation da. So jetzt eigentlich zu deiner Frage. Die große Trennlinie ist sicherlich in der Bewertung der Sowjetunion, dass der Matic diesen Staatskapitalismus-Gedanken hochhält. Also, dass er die Oktoberrevolution bzw. die weitere Entwicklung der Oktoberrevolution als bürgerliche Revolution interpretiert und den Aufbau des Sozialismus als eine spezifische Form einer kapitalistischen Akkumulation begreift. Dagegen schreibt Rostolski sehr vehement an. Also Rostolski hält an dem genuin sozialistischen Charakter der Revolution fest und kommt tatsächlich, jetzt könnte man mit diesen Labels arbeiten, zu Positionen, die man heute trotzkistisch gewohnt ist zu nennen. Also er sagt zum Beispiel, es hat sich eine bürokratische Degeneration ergeben. Also im Grunde genommen entwickelt sich eine andere Art von Gesellschaftsformation, die nicht wirklich kapitalistisch und nicht wirklich sozialistisch ist. Das ist so ein bisschen so diese Bürokratie-These, dass so eine Art Hybrid entsteht. Er geht aber grundsätzlich davon aus, dass die Oktoberrevolution, sage ich mal, als Geschichtssignal auch in der Sowjetunion oder gerade in der Sowjetunion prinzipiell die Grundlagen einer sozialistischen Entwicklung gelegt hat und die auch eigentlich nicht von jemandem wie Stalin revidiert werden konnten oder von seinen Nachfolgern revidiert werden können. Er benutzt dann so Begriffe zum Beispiel, um sich dann so von dem Matic abzugrenzen, indem er sagt, ja, es findet eine Art von Abpressung statt,
aber nicht von Mehrwert, sondern von Mehrarbeit. So, und dann sagt er natürlich, Matthäger, aber das ist auch überhaupt keine materialistische oder marxistische Kategorie. Also der marxische Ausdruck der Mehrwertabpressung, das ist präzise zu benennen, das ist präzise zu analysieren, aber was heißt das? Ja, also es findet eine Akkumulation oder es findet ein Überschuss an Mehrarbeit statt und der wird sich dann von einer verdinglichten oder entfremdeten Bürokratenkaste angeeignet und so. Also man merkt da auch, dass an dem Punkt dann tatsächlich dann man auch nicht viel weiterkommt beide. Also wir sind jetzt schon mittendrin in der inhaltlichen Auseinandersetzung, die Paul Matthäke und Roman Hostolsky beide als dissidente Marxisten miteinander geführt haben. Wenn wir vielleicht auch noch so ein bisschen die Vorgeschichte von diesem Briefwechsel zwischen diesen beiden uns anschauen, da ist ja ein Umstand ganz entscheidend, nämlich, dass beide ins Exil gegangen sind, ins amerikanische Exil letztlich. Und ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht für beide das auch erstmal nochmal sozusagen separat uns anschauen, wie eigentlich der Weg dann ins Exil gewesen ist. Also Paul Matthäke, der ist ja bereits in den 1920er Jahren nach Chicago gegangen. Was hat ihn denn dazu bewogen, in dieser Zeit schon in die USA zu gehen? Naja, Frust in Deutschland, Abenteuerlust, keine soziale Perspektive. Also 1926 ist er rübergegangen, da war er also 22. Er hat zu dem Zeitpunkt in Köln gelebt und hat sich hier so durchgeschlagen. Also Matthäke hat an den militanten Streiks und auch Aufstandsversuchen, die es dann nochmal von 21 bis 23 in Deutschland gab, teilgenommen. Und ist auch auf eine schwarze Liste gekommen, wie viele militante Arbeiter. Und hat im Grunde genommen keine wirkliche Perspektive mehr, hier irgendwo noch in der großen Industrie eine Anstellung zu finden. Er hat dann sich hier so ein bisschen so durchgeschlagen, hat da so Bücher verkauft und kleinen Gaunereien. Und hat dann tatsächlich sich vom Büro des Kölner Oberbürgermeisters, das war Konrad Adenauer, also persönlich sozusagen, die Überfahrt finanzieren lassen. Der ist also tatsächlich dahin gegangen und hat gesagt, so, ich komme hier nicht weiter, also was können wir tun? Dahinter steckt, und das ist eine kuriose Anekdote, aber dahinter steckt natürlich auch sozusagen das Kalkül, naja gut, wenn solche Leute aus der Stadt sind oder solche Leute aus dem Land sind, ist auch ganz gut. Ja, also schön, wenn sie weg sind und dann kriegen sie auch das Geld für die Überfahrt. Also er ist sozusagen aus so einer Art, ja, noch so ein bisschen jugendlichem Überschwang darüber gegangen und hat sich dann auch direkt, das war ja auch bekannt, dass es in Amerika noch Reste oder Strukturen einer sehr radikalen Arbeiterbewegung gab, diese Wobblies, Industrial Workers of the World, so eine syndikalistisch-marxistisch-syndikalistische Bewegung, nicht wirklich Anarchisten. Und da hat er sich auch dann unmittelbar eigentlich nach seiner Ankunft in Amerika auch angeschlossen und damit gemacht. Er wollte zurück. Also es war jetzt auch nicht sein Ziel, in Amerika zu bleiben, aber das verhinderten dann die weitere historische Entwicklung. Also zum einen die Wirtschaftskrise, die ihn dann auch arbeitslos gesetzt hat. Da fehlt ihm das Geld. Dann natürlich der Nationalsozialismus, die Genossen, die er noch in Deutschland hatte, die auch dann versucht haben, nach 1933 hier irgendwelche Untergrundstrukturen aufzuziehen. Das ist ja innerhalb weniger Monate alles denunziert und ausgelöscht worden. Und dann hat er es nochmal nach 1945 versucht, zurückzugehen. Er hat dann auch Berlin besucht und er war also über das Ausmaß der Zerstörung und aber auch tatsächlich der, ich sag mal, moralischen oder auch der geistigen Zerrüttung so entsetzt, dass er gesagt hat, okay, wir bleiben in den USA. Rostolski, für ihn ist Amerika auch ein, oder für ihn besonders ein ungeliebter Ort gewesen, aber tatsächlich so die letzte Zuflucht. Er ist ja, hat sich immer im Prinzip als staatenlos gesehen, weil er Galizier ist. Das ist ja heute eine Region, die ziemlich genau zwischen Polen und der Ukraine aufgeteilt ist und damals aber noch Teil, also er ist 1897 geboren, Teil Österreich-Ungarns war. Und er hat sich also auch immer sozusagen als Vertreter der galizischen Sache verstanden, hat also sozusagen seine Leute als eine mehrfach unterdrückte nationale Minderheit gesehen. Ja, und es gab auch zum Beispiel eine galizische KP, die dann später, als die Ukraine konstituiert war, zu einer westgalizischen wurde. Das heißt also, der auf polnischem Staatsgebiet operierte und auch sich geweigert hat mit der polnischen KP, weil die halt nicht die Interessen der galizischen Bauern vertrat, zu fusionieren. Also eine sehr, sehr verwickelte Geschichte, die mitten hinein in die kritische Frage der Nationalitätenpolitik führt, worüber er auch seine Doktorarbeit geschrieben hat. So, und seine Odyssee fängt also schon eigentlich in den Ende der 20er Jahre an.
als er sich so dem Bolschewisierungs- oder de facto Stalinisierungskurs der kommunistischen Parteien widersetzt. Da geht er erst nach Österreich, nach Wien, macht er seinen Doktor. Dann wird er natürlich 1934 aus Österreich vertrieben. Er geht nach Lemberg, hat also auch immer den deutschen Namen verwendet. Also es ist heute Lviv oder Lwow, je nachdem, ob man es jetzt russisch oder ukrainisch ausspricht. Lemberg lag damals in Polen und nimmt dort eine Stelle in den 30er Jahren, eine Stelle als, ich sag mal, Wirtschaftsstatistiker an und macht dort Forschungen zur galizischen Agrargeschichte. Und als Polen 1939 überfallen wird, als auch die Russen einmarschieren oder die Sowjetunion einmarschiert, entscheidet er sich, in die von Deutschen besetzte Hälfte Polens mit seiner Frau überzusiedeln, also geht nach Krakau. Hintergrund ist der, er weiß, dass er gebrandmarkt ist als Vertreter der linken Opposition in der kommunistischen Partei, in der Dritten Internationale, also als Trotzkist, und der weiß, dass das sein Todesurteil ist. Also er wäre sofort, sein Kalkül, er würde sofort von den Häschern der Geheimpolizei gefangen und verschleppt worden. Und in Deutschland oder im Nationalsozialismus ist er tatsächlich ein unbeschriebenes Blatt. Er wird aber, also ja, er hat in seiner Krakauer Nachbarschaft jüdische Bekannte und er hilft einigen von ihnen beim Untertauchen oder besorgt auch Nahrungsmittel für die Versteckten. Wir sind jetzt in den 40er Jahren. So, macht so ein bisschen was, ist jetzt nicht irgendwie in einem großen politischen Rahmen, aber er weiß schon ziemlich genau, was da vor sich geht. Und er wird denunziert und kommt nach Auschwitz. Also seine Frau hat Glück, wird aus Krakau nur in Anführungsstrichen ausgewiesen, geht dann zurück nach Wien, aber er kommt nach Auschwitz als Politischer, also nicht ins Todeslager. Und er überlebt das, er überlebt auch die Todesmärsche, auf denen die Überlebenden getrieben werden, und wird dann 45, ich glaube Anfang Mai sogar erst da bei Schwerin befreit. Er kommt zurück nach Wien, schlägt sich dahin durch, also Wien, ne, besetzte Stadt, kriegt da auch mit, dass die Geheimpolizei der sowjetischen Militäradministration Jagd auf unabhängige oder ihnen bekannte unabhängige Sozialisten und Kommunisten macht. Es gibt auch tatsächlich wohl einige Meuchelmorde an sogenannten Trotzkisten, und er ahnt, okay, das ist jetzt uns ein zu heißes Pflaster. Und 1947 macht dann die Familie, also mittlerweile ist auch ein Sohn geboren, in die USA rüber. Und dort strandet er dann tatsächlich. Also er wird dann den Rest seines Lebens ohne jegliche Anstellung bleiben. Für den Lebensunterhalt sorgt die Frau, die als Gewerkschaftssekretärin arbeitet. Ist eine Spezialistin für Rationalisierungsfragen, für technologische Entwicklung. Und er ist also dazu verdammt, ein Privatgelehrter zu sein. Er versucht immer mal wieder in einer Universität unterzukommen, aber auch in den USA, 50er Jahre, antikommunistische Paranoia, hat sich herumgesprochen, der war mal sehr links und bleibt also auch in den USA ohne jegliche Anstellung, von mal irgendwie so einem Lehrauftrag oder so abgesehen. Das heißt also, ähnlich jetzt wie Matik, der also auch nicht mehr zurückkommt 45 oder zurückgehen will und aber auch in Amerika sieht, dass eigentlich die ganzen Kontakte weggebrochen sind im Zuge dieser antikommunistischen Paranoia, die also auch sozusagen die Antistalinisten betrifft. Die sind dann auf einmal auch keine Kommunisten mehr. Also sie sehen sich beide so in diesem riesigen Land im Nirvana gestrandet, ohne größere Kontakte, ohne Aussicht, irgendwas zu publizieren, irgendwas zu erreichen. Und da klammert man sich dann tatsächlich an die Leute, die es dann halt noch gibt, die dann irgendwo auftauchen, und steigt dann mit ihnen in einen umso intensiveren Diskussionsprozess. Einer dieser Leute für den Rostolski war Matik. Du hast jetzt sozusagen direkt schon hingeführt darauf, sozusagen, dass die beiden Kontakt zueinander aufgenommen haben und in diesen Briefwechsel miteinander getreten sind. In dem Ankündigungstext zu deinem Vortrag über diesen Briefwechsel zwischen Paul Matik und Roman Rostolski, da schreibst du, dass Rostolski und Matik, dass sie eigentlich doch ziemlich unterschiedlich gewesen sind. Ich denke, das ist auch deutlich geworden in dem, wie du sie jetzt beschrieben hast. Sie haben auch sehr unterschiedliche Lebenswege. Beide waren zwar Kommunisten, beide waren Dissidenten in Bezug auf die Sowjetunion und auf die Sozialdemokratie, aber
Dostojewski hat sich zum Beispiel stets positiv auf Lenin bezogen, während Matik ein strikter Anti-Leninist gewesen ist. Was hatten Sie jetzt in dieser Situation, wo Sie sich sozusagen in Amerika gefunden haben als Marginalisierte in Zeiten des Antikommunismus, was hatten Sie sich dann trotzdem zu sagen in diesem Briefwechsel? Was waren vielleicht da die zentralen Punkte auch, die sozusagen einen Austausch vielleicht notwendig gemacht haben oder was für Sie wichtig war? Also Sie haben sich natürlich Ihre Differenzen zu sagen, aber gut, warum macht man das? Ne? Das habe ich ja gerade gesagt, wenn man jetzt so rein biografisch argumentiert, dann sagt man ja gut, okay, also es gibt einfach nur 3-4 Leute, mit denen man zu tun hat. Wenn man sich so den Briefwechsel von dem Rostolski anguckt, mit wem er gesprochen hat, es waren, also den überlieferten Briefwechsel, also ich kann jetzt nicht sagen, welche Sachen verschwunden sind oder verloren gegangen sind, aber dann waren das tatsächlich sehr, sehr wenige Leute. Ne? Das stimmt. Also der Rostolski, das sage ich jetzt noch kurz zum Hintergrund, er hat sich so ein bisschen so als Polit- oder als geistiger Mentor von Ernest Mondel gesehen. Der ist ja in Europa sehr bekannt, so als der große intellektuelle Trotzkist der Nachkriegszeit. Der war damals ja noch ziemlich jung. So, und dem hat er dann immer mal so ein paar Thesen zugeschickt oder so. Ne? Und es gibt auch einen intensiven Austausch mit Isaac Deutscher, was ich jetzt nicht lesen konnte, weil der auf Polnisch stattfindet. Der Briefwechsel ist auf Polnisch. Aber es sind sehr, sehr wenige Leute. Ja, also, man könnte jetzt so auf dieser biografischen Ebene bleiben und sagen, okay, es gibt jetzt, sagen wir mal, 5-6 Marxisten, mit denen redet man. Ne? Aber das ist nicht der Punkt, sondern meine These, und die möchte ich auch gerne so in einem Vortrag herauspräparieren, meine These ist, es gibt eine Gemeinsamkeit, auf die Sie sich beziehen, und das sind tatsächlich die revolutionären Erfahrungen, die für Sie prägend waren, der 20er Jahre. Also sozusagen die Entwicklung einer radikalen Arbeiterbewegung aus der Katastrophe des Ersten Weltkriegs heraus, die Entwicklung neuer Organisationsformen, wobei bei Matik die Organisationsform ganz eindeutig auf der Selbstorganisation liegt, auf der Rätebewegung liegt, während bei Rostolski, deshalb zu Recht dieser also von dir erwähnte positive Bezug auf Lenin, es die Weltpartei ist. Also dass eine neue Internationale geschaffen worden ist, die sich anders jetzt als beispielsweise die zweite Internationale, die eher sozialistisch-sozialdemokratische und deren Nachfolgeorganisation, die sich auf ein sehr radikales Programm der Abschaffung bezieht. Es gibt also sozusagen einen gemeinsamen historischen Resonanzraum, in den Sie sozusagen, auch wenn Sie Ihre Differenzen austragen, immer hineinsprechen. Und das ist für mich ich habe mich viel mit solchen Leuten auseinandergesetzt, und das ist für mich so ein generelles Zeichen dieser Generation von Revolutionären, also die Leute, die, sag ich mal, zwischen 1880 und 1905 oder 1910 geboren worden sind. Also Leute, die jetzt entweder aktiv an der Oktoberrevolution teilgenommen haben oder für die das als junge Menschen das prägende Erlebnis war. Also es ist gewissermaßen, was diesen Austausch möglich macht, ist so eine Art, ja, radikaler Antisubjektivismus. Ja, also es geht jetzt nicht darum, jemandem gegenüber meine Identität zu beweisen oder meine revolutionäre Haltung zu beweisen, sondern beiden, sowohl Matik als auch Rostolski, ist klar, dass sie da sind, wo sie sind, verdanken sie eigentlich einer Reihe von, natürlich von Katastrophen, aber wenn man das jetzt abstrakter ausdrückt, einer Reihe von Zufällen. Ja, auch ein paar glückliche Zufälle darunter, nämlich, dass sie überlebt haben und so weiter und so fort. Und dieser Briefwechsel ist von einer, so sage ich mal, bemerkenswerten Geringschätzung der eigenen Rolle gekennzeichnet. Also man tritt sich hier nicht gegenüber als, jetzt mal so platt gesprochen, als Checker oder als so hier, ich weiß Bescheid, sondern, naja, sehr, sehr ungeschützt. Also wirklich so, okay, lasst uns mal Bilanz ziehen, wo stehen wir? Und das macht diesen Briefwechsel, der aus diesem riesigen, sag ich mal, Konvolut des Nachlasses von Rostolski oder auch von Matik ja im Prinzip recht willkürlich herausgegriffen worden ist, das macht ihn aber trotzdem so interessant und auch so bezeichnend. Nun, da in diese Richtung würde auch nochmal meine letzte Frage gehen. Wir haben auch nur noch ein paar Minuten Zeit. Mhm. Aber vielleicht kannst du zum Abschluss auch nochmal sagen, wenn du dir diesen Briefwechsel zwischen Rostolski und Matik, wenn du dir den heute anschaust, was würdest du denn sagen, ist das Bemerkenswerte an diesem Briefwechsel? Oder vielleicht anders gefragt, warum lohnt sich diese Briefe deines Erachtens zu lesen? Was können sie uns vielleicht heute sagen? Also das Bemerkenswerteste für mich persönlich ist, dass die beiden da sitzen und eigentlich alles vorbei ist. Und also es sind wirklich durch die Bank nur deprimierende Nachrichten. Und wir schreiben das Jahr 1966. Und wir wissen natürlich, okay, 2 Jahre später, da ging es ab. Das hat der Rostolski natürlich nicht mehr miterleben können. Aber das finde ich ist erstmal ein schönes Beispiel,
dass sozusagen die deprimierende Situation noch kein Grund dafür ist, dass es nicht auch in 2 oder in 3 Jahren ganz anders sein kann. Also die Aussichtslosigkeit, die sich in diesen Briefen äußert, ist, würde ich mal sagen, also heute beklagen ja Linke auch immer sehr wortreich ihre Verlorenheit und das Verteidigen irgendwie letzter Posten und was weiß ich und die Zeit ist vorbei und so. Aber das ist kein Vergleich, ja, zu der Depression, der objektiven, nicht der subjektiven, der objektiven, die einem da in diesen Briefen entgegenkommt. So, und wie gesagt, 2 Jahre später sieht es ein bisschen anders aus. Das ist sozusagen, da haben wir gewissermaßen so eine sehr bequeme Zuschauerposition. Naja, also ansonsten der Ertrag, wenn man so ganz unten anfängt, der erste Ertrag ist natürlich an diesem Briefwechsel, dass man eine gute Einführung bekommt in die Gedankenwelt Matics und Rosdolsky und damit dann auch, wenn man jetzt auf solche Labels steht, in den Rätekommunismus und in den, ich sag mal, Trotzkismus, ja. Das ist einfach eine gute, undiplomatische Vorführung zentraler Gedanken. Und darüber hinaus aber, wie ich gerade sagte, man lernt tatsächlich oder man kann tatsächlich daran lernen, was es heißt, ungeschützt, also ohne eine Partei oder eine Bewegung im Rücken zu haben, sich den großen Fragen der Zeit zu stellen und sich da auch halt nicht irgendwie, ich sag mal, den Frieden mit der Gesellschaft zu machen. Weil, das sage ich noch ganz kurz, ein großer Punkt in Ihrem Briefwechsel ist die Kritik sogenannter Revisionisten oder Neomarxisten. Ja, also da werden also Leute, die damals mega bekannt waren, da gibt es da irgendwie einen Paul Zwiesi oder einen polnischen Ökonomen namens Oskar Lange. Natürlich auch Keynes kommt vor und seine linken Freunde. Die werden dort in diesem Briefwechsel reihenweise abgefrühstückt. Und das ist auch ganz interessant.